Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Magazins 04 Plus hier bei Muldental TV im Jahr 2024. Und ich möchte es natürlich nicht versäumen, Ihnen im Namen des kompletten Teams von Muldental TV hier an der Stelle alles Gute für das neue Jahr zu wünschen. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen und haben einen guten Start gehabt. Ja, und wir beginnen es sportlich in diesem Jahr. Und zwar gibt es jetzt eine Zusammenfassung vom ersten Halbjahr 2023. Das heißt, wir starten heute direkt mit einem Rückblick auf die großen Sportereignisse der Region. Da war eine ganze Menge los und mein Kollege Heiko Sachse, der hat hier für Sie das Wichtigste zusammengefasst. Zum zweiten Mal wurde durch die Fußballer des TSV Burkertshain in der Wutzner Stadtsporthalle der Muldentaler All-Star Charity Cup veranstaltet. Nachdem im Jahr 2019 dieses Event ein großer Erfolg wurde und bei diesem 4.456 Euro für das Kinderhospiz Bärenherz gesammelt wurden, stand nun nach den Jahren der Pandemie in diesem Jahr die Kinderherzkammer auf der Spendenliste. Bereits um 14 Uhr begrüßte am 7. Januar mit Organisator Lars Metzner 8 Mannschaften, welche sich der Herausforderung stellten und für die Kinderherzkammer e.V. hinter dem runden Leder herrannten. Neben dem Veranstalter, welcher 2 Mannschaften stellte, reihten sich noch der SSV Thalwitz-Nischwitz, der SV Blau-Weiß-Bennewitz, der ATSV Wurzen, die Allstars aus Grimma und der Kreisoberliga sowie die Reutscher Legenden in die Riege der teilnehmenden Mannschaften ein. Über Vorrunde, Viertelfinale, Halbfinale und Finalspiele galt es nun, die Besten am Ball zu ermitteln. Unterteilt in 2 Staffeln konnten bei einer Spielzeit von 10 Minuten die Spiele beginnen. War die Wurzner Halle anfangs noch spärlich von Zuschauern besetzt, änderte sich dies im Laufe des Turniers. Über 400 Fußballbegeisterte verfolgten so spannende und sehenswerte Spiele. Bereits im ersten Spiel zwischen dem TSV Burkertshain und dem SSV Thalwitz-Nischwitz wurde um jeden Ball hart, aber fair gekämpft. Lange Zeit sah es eher nach einem Unentschieden aus. Doch sollten die Burkertshainer dann doch den glücklicheren Fuß mit Sebastian Göpfert in ihrer Mannschaft haben. Immer wieder konsultierten sie SSV-Schlussmann Rico Konrad, welcher alle Hände voll zu tun hatte. Doch bevor sich der Gastgeber über 3 Punkte freuen konnte, sollten die SSV-Spieler zurück ins Spiel finden. Fabian Keil erzielte noch vor der Schlusssirene den Ausgleich. So hieß es nach 10 gespielten Minuten dann auch weiterhin 1:1. Im zweiten Spiel der Gruppe A traf der ATSV frisch auf Wurzen auf die Blau-Weißen aus Bennewitz. Hier brachte Sven Handau seinem Team erstmal die Führung. Bennewitz ließ dies aber nicht auf sich sitzen. Nach seinem Lattentreffer sollte dann Delron Daum das Leder doch noch im Wurzner Gehäuse unterbringen können. Und sie setzten sogar noch einen drauf. Martin Neustadt erhöhte auf 2:1 für die Bennewitzer und die ersten 3 Punkte in diesem Turnier. In Gruppe B standen sich im ersten Spiel die Burkertshainer Allstars und die Grimma Allstars gegenüber. Der 5. Platz im ersten Turnier der Grimma sollte an diesem Tag bestimmt nicht wieder erreicht werden. Klar, mit 4:0 wurde die Mannschaft der Burkertshainer bezwungen. Hier trugen sich Marcel Vogel, Benny Holischek und Markus Paul in die Torschützenliste ein. In der 2. Begegnung dieser Gruppe standen sich die Reutscher Legenden und die Kreisoberliga Allstars gegenüber. Während die Kreisoberliga-Allstars zum ersten Mal an diesem Turnier teilnahmen und durch Sergio Osman und Petersen die Führung übernahmen, wollten die Reutscher ihren 5. Platz aus dem ersten Turnier garantiert verbessern. Sebastian Marder verkürzt auf 1:2. Immer wieder stand der Legendenkeeper im Mittelpunkt des Geschehens, bevor er dann doch nochmals von Osman bezwungen wurde. Mit 1:3 haben die Reutscher Legenden gegen die KOL-Allstars das Nachsehen. Nach 12 Vorrundenspielen, in denen 41 Tore erzielt wurden, schlossen sich die Viertelfinalspiele an. Hier setzten sich die Blau-Weißen aus Bennewitz, der TSV Burkertshain und die Kreisoberliga-Allstars klar durch. Die Grimma-Allstars kamen in ihrem Aufeinandertreffen gegen den SSV Thalwitz-Nischwitz über ein 1:1 nicht hinaus. So musste hier die Entscheidung vom Punkt über die Teilnahme im Halbfinale entscheiden. Mit 5:4 sicherte sich Grimma den Einzug dann ins Halbfinale. Auch in den 2 Halbfinalspielen musste einmal die Entscheidung vom Punkt gesucht werden. Der Grimmauer Marcel Vogel brachte zwar seinem Team in diesem Spiel die Führung, doch glich Tobias Ernst noch vor dem Ertönen der Schlusssirene zum 1:1 Unentschieden aus. Die Entscheidung vom Punkt konnten dann die Grimmauer für sich nutzen und zogen durch diesen Sieg ins Finale ein.
Im zweiten Halbfinale setzten sich die Kreisoberliga-Austars klar mit 4:0 gegen die Spieler vom TSV Burkartshain durch. Hier hielten Petersen, Wetzig und Erfurt ihren Torhunger nicht zurück. Nach diesen nicht zu erwartenden Spielausgängen hieß es dann im Spiel um Platz 3 SV Blau-Weiß-Bennewitz gegen TSV Burkartshain. Auch wenn Burkartshain durch Max Erbe die Führung in diesem Match übernehmen konnte, konnten sie doch diese nicht weiter ausbauen. Bennewitz drehte dann den Spieß um und sicherte sich durch 2 Tore von Martin Neustadt und Delron Daum am Ende den 3. Platz. Im mit Spannung erwarteten Finale übernahm der Turnierneuling von den Kreisoberliga-Allstars durch Thomas Wetzig erst einmal die Führung. Diese hätte selbst Wetzig weiter ausbauen können, doch scheiterten sie das ein oder andere Mal am Grimmer Allstar-Schlussmann Marcel Schülert. Grimmer hingegen sollte im weiteren Spielverlauf besser ins Spiel zurückfinden, um dann einmal selbst KOL-Keeper Tobias Kuberski zu testen. Aber dabei sollte es nicht bleiben, denn erst ist es Marco Kretschmer, der den Ausgleich erzielen kann, bevor dann Benny Holischek mit dem 2:1 seine Mannen auf die Siegesstraße bringen konnte. Daran sollte sich aber bis zum Ende dieses Finalspiels nichts mehr ändern. Die Grimmer Allstars schlagen die Kreisoberliga Allstars mit 2:1. Die Grimmer Allstars sicherten sich vor den Kreisoberliga Allstars den größten Pokal. Ihnen folgten auf den Plätzen der SV Blau-Weiß-Bennewitz, der TSV Burkartshain, die Burkartshainer Allstars, der SSV Teilwitz-Nischwitz, der ATSV Fürst auf Wurzen und die Reutscher Legenden. Bester Torwart wurde Marcel Schülert und die Torschützenkanone konnte Petersen entgegennehmen. Auch wenn das Ergebnis der großen Spendenaktion bis zum Ende des 2. Muldenthaler Allstar Charity Cups noch nicht feststand, plünderten die Reutscher Legenden nochmals ihre Mannschaftskasse und füllten das große Herz um weitere 200 Euro auf. Und schon jetzt gaben sie für das nächste Turnier ihre Zusage ab. Auch dieses zweite Benefizturnier, dieses Mal zugunsten des Kinderherzkammer e.V., war nach Aussage der Verantwortlichen des TSV 1906 Burkartshain ein voller Erfolg. Sie möchten sich bei allen für das reichliche Füllen der Spendenbox bedanken. Wieder einmal war er der Star in einem Spiel, denn am Samstag, dem 21. Januar, empfingen in der Sporthalle in Leipzigs Brüderstraße die Damen des MFBC Leipzig-Grimma im Pokal-Achtelfinale die Damen vom FC Stern München. Beide Mannschaften wollten durch einen Sieg den Einzug ins Final Four in Berlin schaffen. Während die Münchnerinnen im regulären Spielbetrieb der Floorball-Bundesliga auf Platz 8 liegen, rangiert der Gastgeber auf dem 3. Tabellenplatz. Aber wie heißt es so schön, Pokalspiele haben ihre eigenen Gesetze und so zog es dann doch einige Zuschauer in die Halle, um ihr Team zu unterstützen. Von Anbeginn war der Gastgeber das spielbestimmende Team. Immer wieder tauchten sie gefährlich vor Münchens Goalie Natalia Rigère auf. Doch sollte so manche Chance ungenutzt verstreichen. Aber auch der Gast hielt sich nicht zurück, er spielte sich besonders durch Betül Aslan so manch gute Gelegenheit. Hier bewies jedoch Goalie Justine Werner, dass sie nicht zu Unrecht zwischen dem Pfosten stand. In der 10. Spielminute dann der erste Jubel. Der MFBC konnte durch Nathalie Berger den ersten Treffer erzielen. Auch danach belagerte das Heimteam immer wieder das gegnerische Tor, doch konnte wie hier Elena Böttrich keine Spielerin Münchens Torfrau erstmal bezwingen. Erst als FC-Sternkapitänin Julia Hauer wegen Bodenspiels für 2 Minuten auf die Strafbank musste, konnte im Überzahlspiel Leipzig-Grimma auf 2:0 erhöhen. Jasmin Maudrichs schickte 17 Sekunden vor der Drittelsirene den kleinen löchrigen Ball in die rechte obere Ecke. Der MFBC führte nach 20 gespielten Minuten mit 2:0. Auch das zweite Drittel gehörte den Gastgeberinnen. Hier schaffte es in der 24. Spielminute nach Vorlage von Hanna Götze, Charlotte Rüssel den Spielstand auf 3:0 zu erhöhen. Und ganze 27 Sekunden später erzielte Eileen Winter das 4:0. Leipzig-Grimma belagerte regelrecht das gegnerische Tor. Jasmin Maudrich an die Latte, Lisabeth Klaus, Elena Böttrich und Charlotte Rüssel scheitern an Münchens Schlussfrau. Chancen über Chancen, welche am Ende reihenweise liegen gelassen wurden.
Selbst in Unterzahl, als Kurt eine zweiminütige Strafzeit wegen Stockschlagens auf die Strafbank verbrachte, hatte der Gastgeber mehr als einmal die Möglichkeit, um das Runde im Eckigen unterzubringen. Das soll nun aber nicht heißen, dass die Münchner Damen nur hinten standen, um ihren Bereich zu verteidigen. Im Gegenteil, denn neben Stefanie Auerswald, Josephine Liebertrau, hatte auch Amelie Wagner die Möglichkeit zum Torerfolg. Doch sollten auch die zweiten 20 Minuten nur für den MFBC Leipzig-Grimma Zählbares gebracht haben. Trotz einer 4-Tore-Führung gab der Gastgeber auch im Schlussdrittel mächtig Gas. Pauline Könze scheiterte genauso wie Rüssel und Götze. Doch sollte es der Gast aus München sein, welcher den nächsten Treffer erzielen konnte. Ihr beharrliches Nachsetzen brachte den Anschluss zum 1:4. Nach Vorarbeit von Josephine Liebetrau war Clara Weihrauch die Glückliche, welche den Ball an Justine Werner vorbei über die MFBC-Torlinie drücken konnte. Aber auch der Gastgeber konnte noch etwas für das Ergebnis machen. Elisabeth Klaus erhöht auf 5:1. Das sollte auch das Endergebnis dieser Begegnung sein. Die Damen des MFBC Leipzig-Grimma ziehen durch diesen Sieg gegen die Damen vom FC Stern München ins in Berlin stattfindende Final Four ein. Sie werden dort auf die Mannschaften vom ETV Ladies Piranha Hamburg, den Dümtener Füchsen oder dem UHC Sparkasse Weißenfels treffen. Am 1. April-Wochenende lud der Sächsische Boxverband zur Mitteldeutschen Meisterschaft ein. Als Ausrichter fungierte in diesem Jahr der Hohenstädter Sportverein und sie erkoren als Austragungsort die Grimmer Säumesporthalle aus. Aus den Landesverbänden Thüringen, Sachsen-Anhalt und vom Gastgeber Sachsen trafen sich nun Nachwuchssportler, welche aus Halle, Weimar, Chemnitz, Eilenburg, Bitterfeld und vielen weiteren Hochburgen des Faustkampfes kamen, um in Grimmer ihre Meisterinnen und Meister zu ermitteln. Unterteilt in Kadetten, Jugend und Junioren galt es 18 Halbfinalboxkämpfe am ersten Veranstaltungstag über die Bühne bzw. durch den Boxring zu bekommen. Diese Meisterschaften wurden nun nach den gültigen Wettkampfbestimmungen des Deutschen Boxverbandes durchgeführt. So starteten die Boxerinnen und Boxer mit Kopfschutz und Kampfkleidung in den jeweiligen Farben ihrer Ringecke. Bei der Jugend 63,5 Kilogramm standen sich der für den BC Chemnitz kämpfende Majid Al-Haji und der Weimarer Mohamed Mardili gegenüber. Der Kampf, welcher über 3x1,5 Minuten ging, sah einen starken Thüringer Boxer. Bereits in Runde 2 musste sein Kontrahent dann vom Ringrichter wegen eines schweren Treffers angezählt werden, was Mardili in diesem Fight einen Vorteil bringen sollte. Nach der 4,5-minütigen Kampfzeit konnte dieser dann auch als Sieger den Ring verlassen. Im Kampf der Kadetten zwischen dem Hallenser Mohammadi Schrüpp und dem Chemnitzer Lenny Wienhold gab es einen Referee-Stopp-Contest. Dieses RSC in der zweiten Runde führte zum Sieg und zur Finalteilnahme des Hallenser Kämpfers. Beim Referee-Stopp-Contest bricht der Ringrichter den Kampf vorzeitig ab. Das kann zum einen daran liegen, dass einer der Boxer eine schwere Verletzung erlitten hat, oder es führt die Unterlegenheit eines Kämpfers zu dieser Entscheidung. Gespannt wartete das Hohenstädter Team auf einen ihrer Kämpfer. Bei den Kadetten 50 Kilogramm betrat dann der in Blau gekleidete John Schwarz die Kampfarena. Sein Gegenüber war der Hallenser German Melnik. Beide begannen ihren Kampf recht stürmisch und konnten so des Öfteren gute Treffer setzen. Angefeuert von den vielen Hohenstädter Fans, unter ihnen auch Boxer Yannick Lessig, wehrte sich John auch in der zweiten Runde nach Kräften. Trotz Unterstützung von Boxerin Janine Lessig sowie Trainer und Abteilungsleiter Chris Fürster in der Ringecke sollte dieser Kampf nach Punkten an den Hallenser Melnik gehen. Die Stimmung bei den Mitteldeutschen Meisterschaften war super. Jeder feuerte nicht nur seinen Sportkollegen an. So sah man auch namhafte Größen wie die Trainer Werner Orban und Thomas Koch vom Mutschner SV im Publikum sitzen.
Einen Rahmenkampf zwischen Sofia Filimonova vom BS Magdeburg und der für den Hohenstädter SV boxenden Samira Gürnitz konnte auch HSV-Chef Wolfgang Schäufler bewundern. Samira stand bereits als amtierende mitteldeutsche Meisterin fest und hatte sich somit bereits für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Da leider keine passende Gegnerin in dieser Gewichtsklasse anwesend war, kam es zu diesem Aufeinandertreffen. Bisher bestritt sie einen Kampf, welchen sie gewann. Ihre Gegnerin aus Magdeburg bestritt bisher 5 Kämpfe und konnte 4-mal als Siegerin den Ring verlassen. Am Ende ging sie auch aus diesem Kampf als Siegerin heraus. In einem Finalkampf standen sich die in Blau boxende Linksauslegerin Marlene Kühn vom BC Chemnitz und die in roter Kampfkleidung boxende Joelle Heuer vom MSV Bunasch Gopau gegenüber. Mit bisher 7 bestrittenen Kämpfen und daraus resultierenden 5 Siegen konnte sich Joelle Heuer letztlich auch in diesem Kampf durchsetzen und wurde nach 3 Runden zur mitteldeutschen Meisterin gekürt. So reihte sich an diesem Nachmittag ein Kampf an den anderen. Auch der Kampf zwischen Sabina Sennerwald aus Weimar und Cecilie Golombek vom BC Chemnitz war ein Finalkampf, welchen die Weimarerin für sich siegreich gestalten konnte. Mit Spannung wurde der letzte Kampf am frühen Abend erwartet. Der hallische Boxer Robin Osmann in der roten Ecke traf auf den Hohenstädter Yannick Lessig. Beide legten von der ersten Minute ein furioses Tempo in den Ring, setzten immer wieder treffsichere Schläge an des Gegners Körper und begeisterten über die 3 Runden das Publikum. Am Ende sollte der erfahrenere Kämpfer die Oberhand behalten. Zu seinen bisherigen 2 Siegen aus 5 Kämpfen konnte Yannick Lessig einen weiteren hinzufügen. Mitteldeutscher Meister 2023 und damit hat er sich auch für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Die Abteilung Boxen des Hohenstädter SV war ein würdiger Gastgeber und erhielt von allen Seiten ein großes Lob. Heiße Motoren, glühende Reifen und der Kampf um die besten Plätze ließen den 1100 Meter langen In- und Outdoor-Bereich des Grimmer Kartcenters zum Anlaufpunkt vieler begeisterter Kartsportler werden. Bereits Ende April wurden da die German Indoor Kart Championships ausgerichtet. Diese sollen eine Veranstaltung mit professioneller Organisation und einem hochwertigen Fahrerfeld sein. Dabei darf und soll der Spaß an der Sache nicht zu kurz kommen. Auf der altbekannten Außen- und zum Teil neu umgebauten Innenstrecke gingen 120 Fahrer an den Start. So zog es Teams aus Polen, Frankreich, Österreich und weiteren 5 Ländern auf die Kartstrecke an der Mulde. Bereits 2 Tage zuvor reisten die Racer an, um sich mit der Strecke vertraut zu machen, um dann nach Vorrunden, Halbfinal- und Finalläufen, vielleicht ganz oben auf dem Podest, den Siegerkranz entgegennehmen zu können. Wie es zu diesen German Indoor Kart Championships kam und warum der Austragungsort Grimmer hieß, erklärte Christian Wolf. Im Jahre 2017 ist die Idee entstanden, nachdem ich Teil der KWC geworden bin. Die KWC ist die Kart World Championship und zu dieser bin ich eingeladen worden von Gregory Laporte, dass ich dadurch Teil der Rennleitung werden soll. Unter anderem, weil wir uns ganz gut verstehen und ich auch schon ein bisschen Erfahrung im Kartsport habe sammeln dürfen. Ich habe 99 damit angefangen und als ich dann bei der KWC war, habe ich einfach festgestellt, wie toll auch unser kleiner Nischensport im direkten Zweikampf ist. Normalerweise üben wir ihn aus in Form von Langstreckenrennen. In dieser Form, dass es wirklich Einzelmeisterschaften gibt, haben wir das so in Deutschland noch nicht gehabt. So entstand eben dann gegen 2017 die Idee, dass wir mit wirklich vielen tollen und schnellen deutschen Kartfahrern eine eigene Meisterschaft brauchen.
Und so habe ich die in Eiselfingen auf unserer Kartbahn zusammen mit dem Besitzer von K2000 die erste ganz kleine Ausgabe von der GIKC gestartet. Dann im Zusammenhang mit der Corona-Krise musste das dann lange pausieren. Als das dann endlich vorbei war, haben wir einen traumhaften Partner gefunden, um das ganze Thema GIKC nochmal neu aufleben zu lassen. Um mich herum haben sich dann ebenso traumhafte Leute gesammelt, die das Team komplettieren. Das ist die Nicole Egner, der Fabian Siegmann und der Michael Schöttler. Alles mehr als erfolgreiche und talentierte Kartfahrer. Viele Regularien mussten bei diesem Event beachtet werden. Das Mindestalter wurde auf 12 Jahre festgelegt. Das Mindestgewicht der Fahrer betrug 85 Kilo und wurde nach jedem Rennende kontrolliert. Jeder Teilnehmer der German Indoor Kart Championships 2023 wurde in der Overall-Kategorie gewertet. Weiterhin wurden die Kategorien Women, Junior und Masters ausgeschrieben und ausgefahren. Nachdem die teilnehmenden Fahrer je 6 Vorläufe in beiden Fahrtrichtungen und unterschiedlichen Karts 15 Minuten lang absolvierten, bestritten die besten 54 Fahrer die Halbfinalläufe und kämpften dabei um 16 freie Finalplätze. Im Finale jagten die Fahrer 35 Minuten lang nicht nur ihren Vordermann, sondern hatten auch immer ein Auge auf die gefahrene Rundenzeit und ihre Platzierung. Dabei sahen die Schaulustigen am Straßenrand nicht nur schnödes Rundenfahren, sondern harte Kämpfe um jeden Millimeter Straße, welcher letztlich auch zu einer besseren Platzierung verhalf. 2 Tage harte Kämpfe auf der Piste, welche auch immer fair ausgetragen wurden, sollten dann am Ende für den einen oder den anderen mit einem Podestplatz belohnt werden. Wurden die Sieger der Vorläufe bereits direkt nach dem jeweiligen Lauf geehrt, fanden die Siegerehrung der Halbfinals nach dem Finale statt. Darüber hinaus wurden weitere Preise unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost. So zum Beispiel gab es für 2 Personen eine Beifahrerrunde auf der Nordschleife mit Stefan Epp. Und dann wurden sie geehrt, die besten, sichersten und schnellsten Fahrer. Nach 29 Runden ging Platz 1 an Dennis Höller, ihm folgte Christian Duwin auf Platz 2 und Johannes Neuhauser-Stöllner belegte Platz 3. Frohes Neues! Wir wünschen unseren Mitgliedern, Mietern und Geschäftspartnern einen guten Start in das neue Jahr. Mit uns wird faires Wohnen wahr. Zum Beispiel in unseren schönen und modernen über 100 Quadratmeter großen Wohnungen mit großzügigem Balkon. Diese sind eines unserer aktuellen Bauvorhaben in der Südstraße. Ab Februar bezugsfertig, nur noch 3 Stück sind verfügbar. Starten Sie gemeinsam mit uns in das neue Jahr und finden Sie mit uns Ihr Zuhause. Das Team vom Restaurant Arthos in Grimma möchte gemeinsam mit Ihnen in das neue Jahr starten und Sie kulinarisch mit griechischen Spezialitäten verwöhnen. Im Herzen der Stadt Grimma startet ab 4. Januar eine besondere Aktion. Jeweils montags, dienstags und donnerstags gibt es alle Gerichte zum pauschalen Preis von 15,90 Euro. Die Aktion läuft bis zum 1. Februar. Schauen Sie vorbei und lassen Sie es sich schmecken. Ja, wenn man die vielen sportlichen Menschen so in den Beiträgen sieht, da kriegt man gleich wieder, also zumindest ich für meinen Teil, ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, ich sollte auch mal wieder ins Fitnessstudio gehen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir sehen uns ganz bald wieder. Machen Sie es gut und tschüss.